Top 14, Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Gründung einer Bundesfernstraßengesellschaft. Hier gab es irgendwo einen Zettel. Ja, hier. Das ist der Top 19, 4662, die Drucksache. Und aufgerufen wird die Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Landesentwicklung zu dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Proteste gegen Autobahnprivatisierung ernst nehmen, privatrechtliche Autobahngesellschaften stoppen. Der Abg. Krüger wäre Berichterstatter. Wir verzichten auf seine Berichterstattung und geben das mit hinein in die Beratungen. Vereinbarte Redezeit sind 5 Minuten. Erste Wortmeldung, Frau Kollegin Müller für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bundesfernstraßengesellschaft wurde heute im Bundestag beschlossen und aller Voraussicht nach morgen auch im Bundesrat. Das heißt, die Bundesfernstraßengesellschaft kommt so sicher wie das Ende des Plenums nach diesem Setzpunkt. Deswegen heißt es jetzt, gute Rahmenbedingungen für die Beschäftigten zu sichern. Die Debatte um die Bundesfernstraßengesellschaft ist ja keine neue Debatte. Im Zuge der Fratscher-Kommission wurde über eine Bundesfernstraßengesellschaft diskutiert. Aber erst im Zuge der Bund-Länder-Verhandlungen zu den Finanzbeziehungen kam der Wunsch des Bundes, diese Gesellschaft einzuführen. Es gab also einen Kompromiss, dem die Länder notgedrungen zugestimmt haben. Aber die Idee war vom Bund und nicht ausdrücklicher Wunsch des Bundes, der Länder. Der Bund glaubt, mit einer zentralen Bundesfernstraßenverwaltung die Autobahnen besser planen zu können und auch bauen zu können, als die Länder das bisher in der Auftragsverwaltung des Bundes tun. Ob das wirklich so klappt, wird sich zeigen. Man kann die Autobahnen ja nicht isoliert betrachten, denn sie befinden sich immer in einem Straßennetz zwischen kommunalen Landesstraßen, Bundesstraßen und eben auch den Autobahnen. Deswegen wird es am Anfang hohe Abstimmungsbedarfe geben. Jetzt wird aus einer Hand geplant und gebaut. Und ob es danach besser wird, wir werden es sehen. Auf jeden Fall wird es anders. Die Fakten sind jetzt so. Es wird kein Weg mehr daran vorbeiführen. Und deswegen müssen wir jetzt auch handeln und schauen, dass das Beste für die Beschäftigten bei der Überleitung herauskommt. Wichtig war allen Beteiligten, dass die Autobahnen in staatlicher Hand bleiben und es nicht zu Privatisierung kommt. Deswegen gab es bis zum Schluss ja auch noch Nachverhandlungen, ob nicht eine Privatisierung durch die Hintertür kommt, wie ÖPP finanziert werden kann, welche Strecken möglich sind oder nicht. Das mit ÖPP ist immer noch nicht bis aufs Kleinste geklärt. Wir konnten es heute lesen, dass auch die A49 noch nicht vollständig geklärt ist. Das wird sich alles zeigen. Aber die Privatisierung ist aus unserer Sicht mit dem heutigen Beschluss verhindert worden. Auf Landesebene werden wir jetzt alles dafür tun, dass die Bundesfernstraßengesellschaft für die Beschäftigten von Hessen Mobil so transparent wie möglich organisiert wird. Bund und Länder haben ja auch bereits bekundet, dass der Übergang in die Bundesfernstraßengesellschaft für die Beschäftigten sowohl sozialverträglich gestaltet werden soll, aber auch in Bezug auf den Arbeitsplatz, den Status und den Arbeitsort sollen die Belange der Beschäftigten berücksichtigt werden. Darauf werden wir achten, und ich hoffe, dass wir eine breite Unterstützung auch für unseren Antrag erhalten. Denn wenn das Ziel eines weiterhin qualitätvollen Autobahnnetzes erhalten bleiben soll, dann ist es wichtig, weiterhin qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Und das funktioniert nur gut mit guten Rahmenbedingungen. Dass ein gutes Straßennetz auch von einem grünen Verkehrsminister wichtig ist, glauben die Kolleginnen und Kollegen der Opposition ja immer nicht. Aber die Fakten sprechen eine andere Sprache. Wir nennen Tarek jetzt immer schon den Bauminister, weil er so viel in Sanierung und in den Erhalt der Straßen investiert wie nie. Selbst um die schwierigsten Autobahnprojekte kümmerte er sich intensiv, trotz der Entscheidung der Gründung einer Bundesfernstraßengesellschaft. Wenn man die SPD im letzten Wirtschaftsausschuss gehört hat, hätte man ja vermuten können, sie hätten das anders gemacht. Sie hätten die Arbeit jetzt eingestellt und gewartet, was da so kommt. Aber ich will Sie ja nicht allzu sehr vergrauen, Sie wollen ja zustimmen. Zurück zur Bundesfernstraßengesellschaft. Meine Damen und Herren, bitte. Nein, ich setze auf den Uwe.
Aber zurück zur Bundesfernstraßengesellschaft. Hessen-Mobil steht vor großen Veränderungen. Die Verunsicherung bei den Beschäftigten ist groß. Deswegen begrüßen wir es ausdrücklich, dass die Landesregierung die Situation der Beschäftigten im Blick hat, Leitlinien vorgegeben hat, die ganz klare Mitbestimmungsrichtlinien festlegen. Denn es wird nicht nur mit und nicht gegen die Beschäftigten funktionieren. Und diese neue Gesellschaft wird dann auch einen neuen Kapitän haben. Das ist so ein Kapitän, wie ihn auch Dampfschifffahrtsgesellschaften haben und die wir sehr begrüßen. Also, die Situation ist, wie sie ist. Die Landesregierung wird das Beste daraus machen. Wir werden den Übergang begleiten. Letztendlich gibt es ja auch noch eine positive Botschaft. Bisher war es so, dass der Bund lediglich 3% der Baukosten für die Planung zur Verfügung gestellt hat. Tatsächlich beliefen sich die Kosten aber auf 15 bis 20%. Dieses Geld können wir jetzt in die Sanierung und Erhalt der Straßen und in den Neubau von Radwegen investieren. Deswegen lassen Sie uns mit dem Antrag ein starkes Signal an die Beschäftigten setzen. Wer will noch einmal? Wer hat noch nicht? Keine. Ich habe hier ein. Okay, wunderbar. Frau Kollegin Wissler, Sie haben das Wort. Ja, ja, okay. Ich gebe Ihnen Zeit. Das ist ein kurzer Weg. Ich wollte aber nicht clever sein. Ich habe noch nichts vor. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute hat der Deutsche Bundestag einer der schnellsten Grundgesetzänderungen aller Zeiten zugestimmt. Zwischen dem Gesetzentwurf, dem Beschluss im Bundestag und der Abstimmung im Bundesrat liegen gerade einmal 48 Stunden. Und allein der Umstand, dass diese Grundgesetzänderung mit solch weitreichenden Änderungen so schnell durch Bundestag und Bundesrat gepeitscht werden, das alleine ist schon Grund genug, misstrauisch zu sein, meine Damen und Herren. Gleich mehrmals gab es in den letzten Monaten Meldungen, dass die Autobahnprivatisierung jetzt verhindert worden sei. Jetzt sei sie wirklich verhindert worden, jetzt sei sie endgültig vom Tisch. Und uns ist wichtig festzustellen, nein, das ist sie nicht. In Artikel 90 des Grundgesetzes soll nämlich weiterhin formuliert werden, die Verwaltung der Bundesautobahnen wird in Bundesverwaltung geführt. Der Bund kann sich zur Erledigung seiner Aufgaben einer Gesellschaft privaten Rechts bedienen. Auch wenn diese Gesellschaft im unveräußerlichen Eigentum des Bundes sein soll, das ist erst einmal eine Privatisierung, weil es natürlich die Überführung der bisherigen Verwaltung in eine Gesellschaft nach privatem Recht ist. Das ist eine formelle Privatisierung, also die Gründung einer Autobahninfrastruktur als GmbH. Und das wäre die größte Privatisierung von Infrastruktur seit der Gründung der Deutschen Bahn AG vor mehr als 20 Jahren. Und auch bei der Deutschen Bahn AG handelt es sich natürlich um eine Gesellschaft, die sich immer noch im Eigentum des Bundes befindet, aber sie agiert als Privatunternehmen, und das ist der entscheidende Unterschied. Das heißt, der Bund bleibt vielleicht formal Eigentümer der Grundstücke unter der Autobahn, aber entscheidend ist der Betrieb der Autobahn. Und das bedeutet, dass die privatwirtschaftliche Logik voll auf die Autobahnen ausgreift, mit ganz weitreichenden Folgen, nämlich gute Folgen für die Investoren, die glauben, richtig Reibach machen zu können, aber negative Folgen für die Bürgerinnen und Bürger und für die Steuerzahler. Aus Bürgern, die selbstverständlich ihre durch Steuern bezahlten Straßen nutzen, werden nämlich plötzlich Kunden, die ein Produkt kaufen. Die GmbH hätte also sogar ein wirtschaftliches Interesse daran, möglichst viel Verkehr auf die Straßen zu ziehen. Das ist umwelt- und verkehrspolitisch absurd und genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen, meine Damen und Herren. Und über ÖPP-Projekte, die sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaften, sollen private Investoren eben sehr wohl praktisch unbegrenzt beteiligt werden können.
Es wird zwar eine Grenze von 100 km pro Projekt eingeführt, aber es kann unbegrenzt viele Projekte geben. Das heißt also, dass sehr wohl auch private Rendite mit der Autobahn gemacht werden, und die wird jemand bezahlen müssen. Ob die Nutzer oder die Steuerzahler, am Ende wird es die Allgemeinheit sein. Meine Damen und Herren, eine GmbH ist viel weniger transparent und demokratisch kontrollierbar als eine Behörde. Es gibt plötzlich Geschäftsgeheimnisse, und wir wissen doch alle von unserem Umgang mit der Fraport, dass man als Parlament nicht mehr allzu viel zu melden hat, wenn man seine Infrastruktur erst einmal privatisiert hat. Und deshalb ist die Frage, was steckt dahinter? Und das ist nichts anderes als Schäubles schwarze Null. Die GmbH bildet einen Schattenhaushalt. Das Unternehmen kann nämlich dann Schulden aufnehmen. Es kann ÖPP-Projekte mit privaten Investoren betreiben. Die Schuldenbremse spielt dann keine Rolle mehr, weil die Mittel vor allem auch auf die Mauteinnahmen überhaupt nicht mehr im Bundeshaushalt auftauchen. Das steckt dahinter. Die Mauteinnahmen sollen dann komplett in der GmbH bleiben. Und mit dem Argument, jeder Euro der Maut fließt dann wieder in die Straße. Das aber genau nimmt dem Parlament als Haushaltsgesetzgeber die Möglichkeit, die Mauteinnahmen für etwas anderes zu benutzen, z.B. für den Schienenausbau oder die durch Autos verursachten Umweltschäden, meine Damen und Herren. Und deshalb, es steht weiterhin auch die Gefahr einer materiellen Privatisierung, sprich eines Verkaufs von Töchterfirmen dieser GmbH an Private. Und daran gab es eine ganze Menge Kritik. Es gab viele Warnungen. Und natürlich muss man auch sehen, dass die Menschen, die in diesen Jobs arbeiten, eben jetzt am öffentlichen Dienst in der Straßenverwaltung beschäftigt sind, es eine lange Hängepartie für die Beschäftigten gegeben hat und eben sie jetzt dann für eine GmbH dann langfristig eben arbeiten werden. Das sind die großen Probleme der privaten Rechtsform. Die Gründung einer GmbH ist unnötig, sie ist schädlich. Die Infrastruktur ist kein Produkt, was in private Hände gehört, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Das haben offensichtlich auch 29 SPDler und immerhin 3 CDU-CSUler heute in der Abstimmung im Bundestag so gesehen. Wir hoffen, dass der Bundesrat dieses Projekt morgen stoppt, weil es geht nicht um die Interessen der Investoren, es geht um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen sollte Hessen morgen im Bundesrat auch nicht zustimmen, meine Damen und Herren. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Lenders für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man sich das anschaut, was jetzt auf den Weg gebracht worden ist, fragt man sich allen Ernstes, was ist eigentlich aus Diskussionen um eine Föderalismusreform geworden. Der Bund zieht immer mehr Kompetenzen an sich. Die Länder werden in ihrer Hoheit immer weiter ausgeblutet. Das deckt der Bund jetzt ein bisschen mit Geld zu, meine Damen und Herren. Man kann das natürlich sehen als eine Art Notwehr, was der Bund da jetzt im Moment vornimmt, zumindest dann, wenn man sich mit Landesregierungen wie in Hessen auseinanderzusetzen hat, eine Art von Notwehr, weil der Bund halt möchte, dass seine Bundesstraßen und seine Bundesautobahnen vor allen Dingen möglichst schnell vorangetrieben werden. Und er sieht in manchen Ländern, in manchen Landesministern dann ja wohl eher einen Hemmschuh. Das kann man hier in Hessen sehr wohl sehr gut nachvollziehen. Wenn ich mir anschaue, Frau Müller, Sie haben das zwar wieder schön gemacht, dass Sie Ihren Staatsminister Al-Wazir als Straßenbau, als Autobahnminister hier quasi verkauft haben. Ich weiß es gar nicht. Ja, von mir aus nennen wir ihn jetzt auch Bob den Baumeister. Das können wir auch machen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob Ihnen das wirklich als Grünen gefallen kann. De facto ist es etwas anders. Denn alleine das Investitionsvolumen von 15 bis 17 haben wir 64 Millionen weniger Investitionsvolumen. Und diese Landesregierung hat freiwillig, meine Damen und Herren, freiwillig 30 Millionen Euro an den Bund zurückgegeben. Damit hätte man die eine oder andere Ortsumgebung längst bauen können. Aber, meine Damen und Herren,
Also, die Tatsachen sind ein bisschen anders, Frau Müller, als Sie das dargestellt haben. Also, insofern dann könnte man dem Bund folgen, so sozusagen eine Notwehr, um sich gegen unwillige Landesregierungen zur Wehr zu setzen. Aber, meine Damen und Herren, wenn man schon eine Bundesfernstraßengesellschaft ins Leben ruft, wenn man das schon macht, wenn man die Kompetenzen der Länder dann nicht mehr nutzen will, dann hätte man zumindest einmal die Chance nutzen sollen. Und Frau Wissler, von Privatisierung kann hier wirklich nicht die Rede sein. Man hätte wirklich die Chance nutzen sollen, zumindest privates Kapital in die Bundesfernstraßengesellschaft mit reinzuholen. Meine Damen und Herren, dafür wird es kein großes Zeitfenster geben. Das Interesse von Investoren, von Kapitalgebern, sich an einer Bundesfernstraßengesellschaft zu beteiligen, das ist ein bisschen dieser Zinsmarktpolitik geschuldet. Das Zeitfenster, es wäre ein gutes gewesen. Die Chance scheint vertan zu sein. Meine Damen und Herren, als die Diskussion losging um die Bundesfernstraßengesellschaft losging, hatten wir nämlich immer wieder die Diskussion, wie können wir die Infrastruktur in Deutschland erhalten und ausbauen. Und da stellte sich die Frage der Finanzierung. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen als jetzt zu diesen vollen Haushaltskassen. Und ich glaube, dass wir jetzt hier eine riesen Chance einfach vertan haben, meine Damen und Herren. Aber das, was wir hier in Hessen wirklich diskutieren müssen und was mit diesem Antrag von hier von CDU und Bündnis 90 die Grünen überhaupt nicht rüberkommt, ist nämlich die Tatsache, wie geht es mit Hessen Mobil weiter? Das kann man Bundesfernstraßengesellschaft kann man so oder so sehen. Aber die Frage, wie geht es mit den Beschäftigten bei Hessen Mobil weiter, die Frage beantworten Sie nicht. Und bevor Sie sich jetzt hier loben lassen und tolle Anträge stellen, um uns die Tagesordnung vollzumachen, wäre es Zeit, wirklich hier Konzepte vorzulegen. Und ich würde mal hoffen, dass diese Landesregierung schon etwas weiter gedacht hat, Herr Kaufmann, als das, was Sie hier versuchen hineinzurufen. Herr Kaufmann, vielleicht legt diese Landesregierung dann auch Konzepte vor, wie soll es mit Hessen Mobil weitergehen und was wird aus den Beschäftigten? Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Frankenberger für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zum letzten Tagesordnungspunkt zu reden, ist schon eine besondere Verantwortung. Ich hoffe, ich werde dieser Verantwortung auch gerecht. Die Abstimmungen im Bundestag sind gelaufen. Und, liebe Kollegin Müller, nach Ihrer Rede ist mir eigentlich nicht so ganz deutlich geworden, warum die GRÜNEN sich heute im Bundestag enthalten haben. Jedenfalls, Ihre Rede hat eigentlich nur dazu beigetragen, dass die GRÜNEN die Bundesfernstraßengesellschaft eigentlich hinlänglich unterstützen und voll dahinterstehen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Meine Damen und Herren, im Vorfeld der Diskussion, ich möchte darauf noch einmal hinweisen, hatte man den Eindruck, dass von den Bundesländern eigentlich keiner so richtig diese Bundesfernstraßengesellschaft wollte. Ich kann mich so an Treffen der SPD-Verkehrspolitiker erinnern. Ich glaube, bei den anderen Parteien war es genauso. Alle haben kraftvoll gesagt, wir wollen diese Infrastrukturgesellschaft nicht. Und doch kommt sie jetzt, einer breiten Mehrheit im Bundestag beschlossen. Was ist da im Bundestag beschlossen und morgen im Bundesrat? Was ist da passiert? Es gab nämlich ein amerikanischer Präsident würde sagen, einen Deal. Ich sage, es gab einen Kompromiss bei den Bund-Ländern-Finanzbeziehungen. Und der hat dann dazu geführt, dass sozusagen die Bundesländer, was uns alle freut, mehr Geld bekommen, aber auf der anderen Seite der Bund Beharrungsvermögen gezeigt hat und auf die Gründung einer Bundesfernstraßengesellschaft gedrungen hat. Er hat sich hier also durchgesetzt, und für das Beharren des Bundes zur Gründung dieser Gesellschaft hat sicherlich auch eine entscheidende Rolle gespielt, dass die meisten Bundesländer und, liebe Kollegin Müller, darunter auch Hessen, in der Vergangenheit nicht in der Lage waren, die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für den Bundesfernstraßenbau zu verbrauchen, meine Damen und Herren. Der Kollege Lenders hat darauf hingewiesen, da gab es ja auch eine kleine Anfrage von dem Kollegen. Und das kann man auch nicht schönreden. Das ist so. Es ist immer ärgerlich, wenn Gelder, die für Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden, in Hessen nicht verbaut werden können, weil die Landesregierung nicht in der Lage ist, das umzusetzen. Ich will auch gar nicht drum herum reden. Auch heute noch ist die Begeisterung in meiner Fraktion für diese Bundesfernstraßengesellschaft nicht riesengroß. Es ist nicht so,
dass da die Laola-Welle gerufen wird. Von Anfang an aber haben Sozialdemokraten dort, wo sie Verantwortung tragen, haben sie dafür gesorgt, dass auch zukünftig das Primat bei der Bundesfernstraßeninfrastruktur, das Primat der Politik nicht infrage gestellt wird. Und hier hat sich die SPD-Bundesfraktion sehr stark eingesetzt, meine Damen und Herren. Für die SPD war immer klar, dass die Autobahnen und Bundesstraßen zu 100% in öffentlicher Hand bleiben müssen. Bestrebungen wie vom Bundesfinanzminister Schäuble, bis zu 49% der Bundesfernstraßen an private Investoren zu verkaufen, sind wir von Beginn an gemeinsam mit der Bundestagsfraktion entgegengetreten. Die SPD hat in der Bundesregierung und als Bundestagsfraktion Kurs gehalten und ihre Verantwortung wahrgenommen, meine Damen und Herren. Es gibt zwei wesentliche Grundgesetzänderungen, die gab es heute, die eine direkte und indirekte Beteiligung Dritter an der Gesellschaft ausschließen. Und ÖPP-Vorhaben, die mehr als 100 km lang sind, die werden ausgeschlossen. Und liebe Kollegin Wissler, wenn Sie für Ihre Rede von Ihrer Bundestagsfraktion gebrieft worden sind, dann wundert mich, weil ich glaube, Sie haben gar nicht so richtig begriffen über das, was Sie heute abgestimmt haben im Bundestag. Jedenfalls, wenn das so ist, dass Sie Ihre Informationen aus Berlin bezogen haben, kann ich Ihnen sagen, das ist alles vollkommen, also das geht so an der Realität vorbei. Denn selbst der Bundesrechnungshof kommt in seiner Einschätzung vom 24. Mai 2017 bei der geplanten Bundesfernstraßengesellschaft und der geplanten Grundgesetzänderung zu dem Ergebnis, der Änderungsantrag zu den Änderungen im Grundgesetz berücksichtigt in weiten Teilen die Anregungen des Bundesrechnungshofes zur Organisation der Infrastrukturgesellschaft. Danach muss das Parlament einem möglichen Rechtsformwechsel der Infrastrukturgesellschaft zustimmen. Darüber hinaus ist jegliche Privatisierung ausgeschlossen, meine Damen und Herren. Das ist ein Erfolg der SPD-Bundestagsfraktion, auf den wir auch stolz sind, meine Damen und Herren. Und auch die Gewerkschaft Verdi gehörte von Beginn an zu den Kritikern. Das stimmt, lieber Kollege Rudolph. Aber jetzt begrüßt sie die getroffenen Vereinbarungen, und zu Recht spricht sie davon, Kollegin Wissler, hören Sie genau zu, dass dem ursprünglichen Gesetzentwurf damit wesentliche Giftzähne gezogen worden seien, meine Damen und Herren. Und insofern kann die SPD auch morgen im Bundesrat da guten Gewissens zustimmen. Herr Staatssekretär, wenn Sie nachher. Kommen Sie bitte zum Ja, ich komme zum Schluss. Ich habe eine Bitte an den Staatssekretär, weil der Kollege Lenders hat auf einen wichtigen Punkt hingewiesen. Die Beschäftigten bei Hessenmobil sind verunsichert, weil sie von dieser Landesregierung nicht wissen, was mit ihnen passiert, meine Damen und Herren. Und ich finde, heute haben Sie die Pflicht und Schuldigkeit, hier diesem Landtag mal darzulegen, was Sie mit dem Personal bei Hessenmobil und wie Sie die zukünftige Struktur bei Hessenmobil gedenken, auszugestalten. Das ist Ihre Pflicht und Verantwortung gegenüber den Beschäftigten, und wir wollen, dass Sie diese Verantwortung auch wahrnehmen. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Caspar für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bundesfernstraßengesellschaft, Frau Wissler, tat ja so, als wäre das alles gestern und heute so schnell entschieden worden, ist natürlich schon sehr lange in der Diskussion. Und auch die Fragen, die dann letztendlich gelöst wurden, sind ebenfalls schon lange in der Diskussion. Und insoweit ist das kein System, das hier irgendwie durchgepeitscht wird, sondern ein Thema, das über viele Monate beraten worden ist und wo man irgendwann dann zu einer endgültigen Lösung kommen muss. Und das ist im Bundestag und, wie ich meine, dann auch dem Bundesrat wohl gelungen. Ich glaube, dass das ein Erfolg ist für diejenigen, die hier mitverhandelt haben. Und ich möchte aus dem Grund
der Hessischen Landesregierung dafür gratulieren, dass sie diese Verhandlungen zwischen Bund und Land so positiv geführt haben und dass dies zu dem Abschluss gekommen ist. Das ist ein Erfolg für Deutschland, das ist ein Erfolg für Hessen und das ist ein Erfolg für die Infrastruktur in Deutschland. Und dafür herzlichen Dank. Frau Wissler hat sehr stark sich fokussiert auf die ideologische Frage, soll man bestimmte Dinge lösen, indem es in Staatseigentum ist oder in privater Hand. Wir sind eben da anderer Meinung. Wir sind der Meinung, dass man es von den Einzelfällen abhängig machen muss, dass manchmal private Beteiligungen, private Finanzierungen Sinn machen können. Das hängt auch von Zinsniveau und von steuerlichen Rahmenbedingungen ab. Wir sind insoweit hier nicht so wie Sie ideologisch festgelegt. Deswegen glaube ich, ist es auch ein ganz gutes Ergebnis, was jetzt hier herbeigeführt worden ist und was ja dann auch letztendlich eben zu dieser breiten Zustimmung geführt hat, dass sowohl die Interessen der Beschäftigten berücksichtigt worden sind. Kollege Frankenberger hat ja eben schon darauf hingewiesen, dass Verdi dem so auch zugestimmt hat. Daran können Sie das ja auch sehen. Aber ich weiß nicht, ob Sie das von den LINKEN überhaupt mitbekommen haben. Aber heute ist es Ihnen ja auf jeden Fall mitgeteilt worden. Insoweit glaube ich, dass auch die Interessen und die Bedenken, die dort waren, mit berücksichtigt worden sind. Wir haben im Bereich der Infrastruktur ganz erhebliche Herausforderungen in den nächsten Jahren. Und natürlich ist es so, dass wenn die Frage auftritt, ob bestimmte Kompetenzen, die jetzt bei den Ländern sind, zu dem Bund gehen, das natürliche Recht der Länder ist zunächst einmal zu betonen, dass es durchaus Sinn macht, das auch weiter in der Länderkompetenz zu halten. Allerdings muss man sehen, dass bei diesem Thema wir ja nicht nur die Frage der Länderkompetenz hatten, sondern wir hatten ja immer die Frage der beiden Zuständigkeiten. Der Bund, der grundlegend den Bundesverkehrswegeplan gemacht hat, der Bund, der die Mittel dafür bereitgestellt hat, und die Länder, die dann eher im Bereich des Vollzugs tätig waren. Ich kann durchaus nachvollziehen, und wir waren ja im Rahmen der Föderalismusreform in diesem Sinn schon öfters in der Vergangenheit unterwegs, dass man Dinge dann schneller und effizienter lösen kann, wenn nur eine Ebene unseres staatlichen Aufbaus dafür zuständig ist. Deswegen ist es nachvollziehbar, dass man sich jetzt auf diese Lösung geeinigt hat, auch wenn, wie gesagt, die Länder nicht von sich aus diese Idee vorgetragen haben, sondern das natürlich ein Ergebnis einer Einigung ist. Die Länder haben eben andere Punkte, die für sie noch wichtiger waren, gegenüber dem Bund durchsetzen können. So ist das nun einmal, wenn man sich auf eine solche Lösung einigt. Ich meine aber, dass es alles in allem ein gutes Ergebnis ist, was hier erzielt worden ist. Es dient der Entwicklung der Infrastruktur in unserem Land. Es ermöglicht insbesondere im Bereich der Vergabe nach wie vor eine Einbindung auch von privaten Projekten und auch von kombinierten Projekten zwischen öffentlicher Hand und privater. Ich glaube, auch das ist sinnvoll, weil es eben nicht ideologisch ist, sondern an dem orientiert werden kann und an dem festgemacht werden kann, was tatsächlich benötigt wird. Alles in allem, meine Damen und Herren, kann ich feststellen, dass hier ein sinnvoller Kompromiss gelungen ist und dass wir selbstverständlich uns als Regierungskoalition auch sehr stark im weiteren Fortgehen mit den Rechten, den Möglichkeiten der Beschäftigten beschäftigen werden und natürlich hinter ihnen stehen werden, denn sie leisten eine hervorragende Arbeit für Hessen, auch wenn sie es dann für eine Bundesfernstraßengesellschaft tun werden. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Staatssekretär Samson, die Landesregierung. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir ziehen hier eine Debatte nach, die seit Monaten, und wirklich seit vielen Monaten mittlerweile, im Bund geführt wird,
Auch hier ist ein breites Meinungsspektrum vorhanden, was angesichts des zugrunde liegenden Sachverhaltes auch nicht ungewöhnlich ist. Es gibt an dieser Stelle viel zu diskutieren. Hier wird jetzt heute abgestellt, insbesondere auf den Aspekt der Privatisierung. Ich möchte noch einmal kurz nachziehen, was in den letzten Monaten passiert ist, um dann zu dem Punkt zu kommen, der, glaube ich, für die Landesregierung mit Abstand am wichtigsten ist. Das ist die Zukunft und die Interessen der Beschäftigten von Hessen Mobil. Im Oktober 2016 haben die Regierungschefs von Bund und Ländern ein Gesamtpaket gepackt zur Neuordnung der bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems. Das ist wichtig. Da sind viele verschiedene Aspekte eingeflossen. Unter anderem auch wurde dort beschlossen, dass die Auftragsverwaltung für Autobahnen zukünftig von den Ländern auf den Bund übertragen werden sollte. Ich mache daraus kein Geheimnis, und das haben wir auch innerhalb der Länderverkehrsministerien nie gemacht. Diese Entscheidung haben wir uns von der Verkehrsseite so nicht gewünscht, weil wir sind stolz auf das, was Hessen Mobil in den letzten Jahren getan hat. Wir haben eine hervorragende Straßenbauverwaltung, und die integrative Bearbeitung von Bundesautobahnen, von Bundesstraßen und von Landesstraßen ist richtig und in den letzten Jahren hier erfolgreich praktiziert worden. Das ist ein Verdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hessen Mobil. Und dort haben wir auch im Ländervergleich sehr gute Ergebnisse erzielt. Und dennoch ist ein Gesamtpaket gepackt worden. Und in der Gesamtabwägung ist es richtig, dem Paket in dieser Form zuzustimmen, weil viele andere Aspekte dort noch einmal zum Ausdruck gebracht wurden, die wichtig für das Land Hessen sind. Insofern stehen wir auch in der Verantwortung der gesamten Landesregierung. Die ersten Referentenentwürfe für die notwendige Grundgesetzänderung und ein umfangreiches Begleitgesetz kam schon ca. 4 Wochen später, im November 2016, auf den Tisch. Und auch dort muss ich sehr deutlich sagen, die ersten Referentenentwürfe waren absolut inakzeptabel. Sie enthielten eine Vielzahl von Regelungen, die die Mitwirkungsrechte der Länder, aber auch der Beschäftigten massiv beeinträchtigt hätten. Das gilt insbesondere für die Regelungen zum Übergang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es war hier faktisch kein Mitspracherecht der Länder vorgesehen. Und das ist vor dem Hintergrund dessen, dass wir eine Verantwortung haben, auch für die Mitarbeiterinnen, die jetzt noch bei uns beschäftigt sind, nicht akzeptabel. Das war auch der eigentliche Grund, warum sich am 8. Dezember 2016 die Regierungschefs der Länder, den Ministerpräsidenten, mit der Bundeskanzlerin noch einmal verständigt haben, zusammengesetzt und verständigt haben. Und dabei noch einmal weitgehende, allgemeine, zunächst noch abstrakte Festlegungen getroffen haben. Dort wurde festgelegt, dass den betroffenen Beschäftigten hinsichtlich Status, Arbeitsplatz und Arbeitsort umfassende Garantien zugestanden wurden. Und es wurde am Ende ein sozialverträglicher Übergang zugesagt, und wir sind dabei, diese Zusage jetzt auch zu kontrollieren und einzuhalten. Versetzungen gegen den Willen der Beschäftigten wird es bei dieser Gesamtoperation definitiv nicht geben. Ja, es war aber so vorgesehen in den ersten Referentenentwürfen. Von daher war das ein wichtiges Ergebnis. Ja, gegen den Willen der Beschäftigten. In der Verwaltung ist die Beschäftigten. Die Beschäftigten folgen den Aufgaben. Das ist nicht unüblich. Und der Bund hatte genau das so vor. Und deswegen war es gut, dass alle Länder gemeinsam mit der Unterstützung auch aus dem parlamentarischen Raum und insbesondere von den Gewerkschaften sich entsprechend eingebracht haben. Das haben wir gemeinsam, glaube ich, gut verhindert. Die Ergebnisse dieser Besprechung wurden bereits am 14. Dezember letzten Jahres in das Bundeskabinett eingebracht, und es folgte ein umfangreiches Gesetzgebungsverfahren. Die Länderstaatssekretäre haben sich mehrfach getroffen, haben sich gemeinsam auf eine Linie verständigt und in Form von 45 Änderungsanträgen sehr konkrete Änderungen vorgeschlagen. Insbesondere ging es da um den einvernehmlichen Übergang der Bediensteten und den Ausschluss der materiellen Privatisierung.
Wir haben das in den ersten Entwürfen nicht erkennen können. Und das hat sich, glaube ich, auch im weiteren Durchgang der Bundesratsberatungen, Bundestagsberatungen gezeigt, dass hier noch erheblicher Nachbesserungsbedarf bestand. Gestern, am 31. Mai, fanden die Ausschussberatungen im Bundestag statt. Heute, am 1. Juni, hat der Bundestag beschlossen, morgen wird der Bundesrat darüber befinden. Ja, das ist schnell. Ich würde aber dennoch sagen, vor dem Hintergrund der Diskussion, die im Vorfeld gelaufen ist, wir wissen alle sehr genau, worüber jetzt heute entschieden wird. Das sind über 1.000 Seiten Umdruck, die heute Abend angefertigt werden und morgen früh in den Bundesrat gebracht werden. Das ist viel. Aber keiner kann behaupten, dass er nicht weiß, worüber dort abgestimmt wird, weil viele Menschen sich sehr intensiv mit dieser Materie beschäftigt haben und die notwendigen Entscheidungsprozesse gut und professionell vorbereitet haben. Die bis zuletzt eingebrachten Änderungsanträge befassen sich unter anderem mit den Kontrollrechten des Bundestages, die nun noch einmal maßgeblich gestärkt werden. So sollen beispielsweise die Mitglieder des Aufsichtsrats vom Bundestag gewählt werden, und auch der Finanzierungs- und Realisationsplan bedarf der Zustimmung des Haushalts wie auch des Verkehrsausschusses ohne einen Parlamentsvorbehalt für einzelne Vorhaben einzuräumen. Ich glaube, auch das ist ein guter Kompromiss hinsichtlich der Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestages. Ein zweiter Schwerpunkt, und auch das noch einmal ausdrücklich an die Adresse der LINKEN, liegt auf dem expliziten Ausschluss der materiellen Privatisierung, also der Beteiligung Dritter an der Bundesfernstraßengesellschaft, aber auch an ihren möglichen Tochtergesellschaften. Eine solche materielle Privatisierung wird es nicht geben. Und auch die funktionale öffentliche-private Partnerschaften sind in ihrem Umfang klar begrenzt, und zwar nicht nur hinsichtlich einer Kilometerreichweite von 100, sondern auch die maßgeblichen Teile einer Strecke, eines Gesamtnetzes, weder auf Landesebene noch auf Bundesebene, dürfen durch ÖPP betrieben werden. Das Herr heißt, Staatssekretär, die Redezeit der Fraktion ist überschritten. Nur zur Information. Danke. Es gibt zwei materielle Beschränkungen und Begrenzungen für diesen Bereich. Aber es geht aus unserer Sicht vor allem um die Mitarbeiter der Landesstraßenbaugesellschaften. Das ist in jedem Land das Gleiche. Wir haben uns zwischen den Staatssekretären sehr eng ausgetauscht. Wir haben überall die gleiche Situation. Wir haben während der gesamten letzten Monate einen sehr engen Draht zu allen Personalvertretungen gehalten, sie auf dem Laufenden gehalten, über das, wie wir uns im Bundesrat einbringen, was die nächsten Schritte sind und an welchen Stellen wie Einfluss genommen werden kann, um die gemeinsamen Ziele, nämlich die Interessen der Beschäftigten und der Beschäftigten, entsprechend zu berücksichtigen. Wir werden und wollen es nicht zulassen, dass die Menschen, die dort arbeiten, zu einem Spielball des Föderalismus werden, und das werden sie nicht. Dafür werden wir uns auch in den kommenden Monaten einsetzen. Für die hessischen Interessen hat sich unser Minister Al-Wazir in vielen Gesprächen persönlich eingesetzt, hat alle hessischen Bundestagsabgeordneten angesprochen und auch die verkehrspolitischen Sprecher aller Fraktionen im Deutschen Bundestag. Wir hätten uns, und das ist auch kein Geheimnis, weitere Verbesserungen gewünscht. Das Gesetz ist aber nun in weiten Teilen besser als erwartet, und vor dem Hintergrund können wir auch damit leben. Noch einmal zu den Mitarbeiterinnen. Sie stehen im Augenblick im Fokus unserer Arbeit, und klar ist, keiner wird schlechter gestellt, als es heute der Fall ist. Der Bund wird die Meldung der wechselbereiten Beschäftigten übernehmen. Das ist eine qualitative Verbesserung gegenüber dem Gesetzentwurf, der zunächst vorsah, dass der Bund die Vorschläge nur berücksichtigen muss. Im Augenblick steht es gesetzlich festgeschrieben, diese Mitarbeiter, die die eigene Wechselbereitschaft signalisiert haben, werden vom Bund übernommen. Gut ist auch, dass die Beteiligung der Personalvertretungen an dem Bund-Länder-Gremium, das die Umsetzung begleiten wird, nun im Gesetz steht. So viel zum Thema Intransparenz. Die Personalvertretungen sind in dem Bund-Länder-Gremium vertreten. Das war eine der Forderungen des Landes Hessen, für die wir uns sehr stark gemacht haben, was nun auch erreicht wurde.
Unabhängig davon stehen wir vor einem erheblichen Transformationsprozess, den wir in enger Abstimmung mit Hessen Mobil, mit den Personalvertretungen machen. Der Präsident von Hessen Mobil ist anwesend, Herr Burkhard Fied. Wir haben heute Morgen mit den Personalvertretungen gesprochen. Wir werden uns morgen Nachmittag hinsetzen, sobald das Gesetz endgültig verabschiedet ist, um die weiteren Schritte zu vereinbaren. Wir werden eine Steuerungsgruppe einsetzen. Eine Projektgruppe arbeitet bereits. Und natürlich ist es richtig, es ist ein erheblicher Einschnitt für Hessen Mobil. Wir werden nicht unerhebliche Teile dort verlagern müssen. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir gemeinsam mit den Mitarbeitern machen. Und Hessen Mobil wird nachher anders aussehen als heute. Aber niemand wird im Augenblick zum heutigen Tage exakt beschreiben können, wie groß der Umfang ist. Wir müssen bis zum Ende des Jahres sagen, wie viele Mitarbeiter rübergehen. Das heißt eine Aufgabenabgrenzung. Und wir werden zum 01.01.2019 sagen, welche Mitarbeiter rübergehen. Bis dahin werden wir mit allen Beteiligten sehr intensiv sprechen, um zu schauen, wer wechseln wird und wie anschließend Hessen Mobil aufgestellt wird. Diese Frage heute zu beantworten, ist faktisch nicht möglich, sondern ist das Ergebnis eines gemeinsamen Prozesses, den wir jetzt durchlaufen. Einen Punkt lassen Sie mich machen, der nicht unwichtig ist, wo wir, ich glaube, auch gemeinsam hessische Interessen vertreten wollen. Es ist festgeschrieben, dass es 10 Tochtergesellschaften in Deutschland geben wird. Ich habe das außerordentlich große Bedürfnis, dass eine davon in Hessen sein wird. Für viele scheint das hier selbstverständlich zu sein. Ich glaube, diese Kuh ist noch nicht vom Eis. Wir werden heftig darum kämpfen müssen, dass wir eine eigene Landesgesellschaft in Hessen erhalten. Das ist wichtig für die Beschäftigten, Stichwort Arbeitsplatzsicherung vor Ort, Arbeitsplatzgarantie auch über einen längeren Zeitpunkt. Und an der Stelle sollten wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass die Beschäftigten von Hessen Mobil auch hier in Hessen weiterhin gut und qualitativ zuverlässig arbeiten können. Dafür bedanke ich mich und schönen Abend. Damit ist die Rednerliste geschlossen. Ich könnte ein paar Sätze dazu sagen, aber ich darf ja nicht. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir überweisen in den WVA. Dankeschön. Wer dafür ist, dass der Tagesordnungspunkt 14, der Antrag von CDU und GRÜNEN, zustimmt, bekommt, dann bitte ich das Handzeichen. Das ist die CDU, die GRÜNEN und die SPD. Wer ist dagegen? Die FDP und DIE LINKE. Wer enthält sich? Damit Frau Öztürk enthält sich. Und trotzdem ist damit Mehrheit von den drei von mir genannten Fraktionen dieser Antrag angenommen. Ich rufe auf die Beschlussempfehlung zu Top 50. Wer der Beschlussempfehlung zustimmen kann, bitte das Handzeichen. Das ist die CDU, das sind die GRÜNEN und die SPD. Wer ist dagegen? DIE LINKE. Wer enthält sich? Die FDP und die Frau Öztürk. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Meine Damen und Herren, der Tagesordnungspunkt 15 wird ins nächste Plenum geschoben. Wir rufen gleich auf. Dann stelle ich fest, dass wir noch nicht erledigt haben, die Tagesordnungspunkte 16, 66, 17, 18, 20, 21, 64, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 57. Alle gehen ins nächste Plenum. Herr Kollege Schaus. Herr Präsident, da Sie ja den Top 15 nicht aufgerufen haben, er fängt mit 16 an, aber es macht ja nichts, will ich das ergänzen. Wir möchten gern, dass der Top 15 zur abschließenden Beratung in WVA geschoben wird. Eine Änderung der Geschäftsgrundlage. Aber ich will den Antragsteller nicht widersprechen. Meine Damen und Herren, sind Sie damit einverstanden, dass wir nicht in das Plenum gehen, sondern abschließend in den Ausschuss? Dann ist das so beschlossen. Und ich stelle fest, dass wir die Tagesordnung für heute erledigt haben. Ich bedanke mich herzlich. Bis zur nächsten Sitzung. Auf Wiedersehen.